Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Microsoft Teams, wenn ihr ein Office 365 Business Teams nutzt, Transkribierung in den Teams Meetings aktivieren könnt. Standardmäßig ist dies deaktiviert. Wir gehen erstmal hier kurz auf unseren Kalender. Ich habe einen Testeintrag schon mal erstellt. Wir gehen einmal auf Join, möchten das aber alles ausschalten, weil sonst funktioniert natürlich die Aufzeichnung nicht. Wir gehen dann einmal auf Join Now und schauen gerade mal nach, ob das alles passt. Genau, Mikrofon ist muted und ihr habt dann hier oben sozusagen Record and Transcription. Entweder könnt ihr das Ganze nochmal aufnehmen oder halt Transcription starten. In meinem Fall habe ich diese Funktion aktiviert. Ich zeige euch jetzt genau wie. Das heißt, wir gehen einmal wieder raus und möchten jetzt einmal kurz das öffnen. Das heißt, wir gehen einmal in unser Office 365 Admin Center und gehen einmal in Teams. So, wir gehen dann einmal unten auf Besprechung. So, wir gehen jetzt auf Besprechung, dann auf Besprechungsrichtlinien. Dann wählen wir einmal global aus. Scrollen runter. Und finden hier den Punkt Aufzeichnung und Transkription. Hier ist standardmäßig der Haken aus und ihr müsst diesen Haken aktivieren. Wenn dieser Haken aktiviert ist, einfach einmal ab und wieder anmelden und danach kann er ganz normal eure Texte transkribieren. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Leute seid, würde er am Ende dann eine Zusammenfassung bringen, welche Person was gesprochen hat in Textform. Standardmäßig habe ich das auf Deutsch gestellt. Wenn ihr natürlich in dem Fall ein englisches Meeting habt, muss halt vorher auch geprüft werden, dass auch Englisch eingestellt ist, beziehungsweise unterstützt wird. Das wird aber in dem Fall abgefragt, wenn ihr das öffnet in dem Teams-Meeting selbst. Ja, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für einen Daumen hoch und ich auch freuen. Dankeschön.